Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7. Ja, wir sind von der Versammlung der Gemeinschaft direkt hierher gekommen und wollen jetzt doch mal mit den zwei reden. Okay, dann reden wir mal mit Patterson. Ja, haben wir kennengelernt, kennen wir. Ja, das sieht jetzt nicht so aus. Oder wohnt sie hier? Ja, okay. Wir haben dein Geheimnis entdeckt, aber das war eigentlich. Nun ja, was soll man sagen? Das hat jeder gewusst eigentlich. Okay, ja, wer das Ganze beenden? Erzähl mal Judy davon. Nee, ich glaube nicht. So. Wie war das mit der Versammlung, was er gerade gepredigt hat, dass er jetzt viel aufrichtiger geworden ist und Co.? Naja, gut. Ich sage dazu mal nichts. Gut, auf jeden Fall ist das hier erledigt, dieser kleine Teil. Dann reisen wir mal nach Koff. Dort werden wir uns ein Bett nehmen und schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann diesen Redom, oder wie so hieß er, glaube ich. Mit denen wollen wir dann auch nochmal reden. Und beziehungsweise, was heißt reden? Wir wollen ein paar Sachen kaufen. Zumindest einen Zauber will ich auf jeden Fall kaufen, vielleicht sogar zwei. Und auch ein bisschen Reagenzien. Zumindest für den einen Lichtzauber, der haben sollte, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay. Hier ist unser Dings. Dann bitte alle mal einsteigen. Auch du, Avatar. Dankeschön. Dann reisen wir mal ganz schnell dorthin. Berge? Da müsste es doch eigentlich hier sein, oder? Auf jeden Fall, hier ist Locks Lake. Ja, und ich glaube, das Haus muss es gewesen sein. Aber wahrscheinlich wird er schon schlafen, nehme ich mal an. Okay, wir müssen hier irgendwo einen schönen Platz finden zum Landen. Ah ja, okay, das sehen wir auch schon. Und dann sollten wir mal ein wenig schlafen gehen. Speichern wir mal. 0 auf 34 ist. Okay. Hallo? Reingehen hier. Schläft hier in diesem Haus schon jemand? Nö, da gibt es aber auch gar kein Bett drin. Naja, gut. Was ist mit dem Haus? Haben wir dann ein Bett zur Verfügung? Nastasia, die schläft aber irgendwie nicht so richtig im Bett. So, es ist 1 Uhr, dann heißt es 9. Nach 6 Stunden? Na, sagen wir 7 Stunden. So ist es gut, mein Freund. Ruhe dich aus und erhole dich, um den Gefahren, die vor dir liegen, gewachsen zu sein. Angenehme Träume. Ach, danke schön, dass ich es einfach in Nastasias Bett geschlafen habe, aber egal. Wie heißt es doch so schön, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Naja, egal. So, wir sind wieder hier bei Ridium. Und da wollen wir doch mal mit ihm reden. So, das haben wir schon alles geredet mit ihm. Teppich, deinen Teppich haben wir gefunden. Zauberformeln. Ja. Schau mal uns. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen wollte ich eigentlich. Ich glaube, das war aus dem dritten. Und zwar, nee, war es doch nicht. War es dann vielleicht der zweite?
Nein. Riesenlicht. Das doch, dann muss es das hier gewesen sein. Riesenlicht. Oder Greater Light. Riesenlicht. Hört sich irgendwie blöd an. Blöd übersetzt worden. Egal. Auf jeden Fall ist das eine bessere Variante, um Licht sauber zu machen. Also besser als jedenfalls das normale Licht. Das ist ein sehr guter Zauber. Und den hätte ich eigentlich ganz gerne. Ja, ist das. Ja, einen braucht man nämlich. Das habe ich gelesen gehabt. In diesem Spiel auf jeden Fall noch. Und zwar Seance. Den werden wir auf jeden Fall noch kaufen müssen. Nein, aber wir wollen noch Reagenzien holen. Ja. Und zwar brauchen wir Schwefelasche. Und eine Alraunwurzel, glaube ich. Alraunwurzel müsste ja Mandrake-Root sein. Und die brauchen wir für den Greater Heal. Also erstmal Schwefelasche. Ja. Sagen wir mal 10 Stück. Ja, noch die Alraunwurzel. Auch mal 10 Stück noch. So. Das heißt, 10 Mal können wir dieses Licht machen. Und das war's dann auch schon. Dann lebt mal wohl. Gut. Was sagt jetzt unser Abacus? 900, ja, das ist ja immer noch in Ordnung. Dann lasst uns mal jetzt zu Serpent's Hold fliegen. Einfach um hier ein wenig zu trainieren noch zu gehen. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, da kommt dann auch Buccaneer Stan jetzt noch. Da müssen wir auch irgendwann mal hin. Sind wir jetzt? Ah ja, okay. Jetzt geht's gleich über Buccaneer Stan drüber. Laut gerade zumindest. Oder zumindest so ein bisschen angekratzt jedenfalls. Das müsste es gewesen sein. Schön, dass wir jetzt auch schon da gewesen sind. Okay. Und dann hätte ich gesagt, nach Yellam wollte ich auch noch gehen, wegen diesen Abrams. Okay, da ist ein Schiff. Mitten im Nix. Ist ja auch interessant. Warum ist hier ein Schiff direkt im Meer? Sehr seltsame Sachen gibt es doch. Sehr seltsame Sachen. So, dann landen wir mal. Dann gibt es erstmal Essen für alle. Sobald wir gelandet sind. Sofern ich euch alle alles erwisch. So, hat noch jemand Hunger? Okay. Nein, danke. Du hattest noch Hunger. Nein, danke. Du hattest noch Hunger. So. Okay, jetzt müsst's doch... Was ist mit Sparks? Ja, okay. Das war's dann auch schon. Wie sehen unsere Vorräte denn jetzt aus? Die sind wahrscheinlich auch, ja, sehr dezimiert. Ach ja, wegen Vorräten, da muss ich auch mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie in den Wald gehen, jagen gehen. Oder ob wir vielleicht tatsächlich Essen einkaufen gehen oder irgend sowas. Und abends gehen wir dann immer bei Lord British vorbei. Also in Castle British. Nun ja, ihr wisst schon. Kostenloses Essen mitzunehmen. So, ausbilden. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl doch nochmal warten, bis er wieder soweit ist. Und keine Ahnung, wann das ist. Ist da was? Jetzt schauen wir uns doch mal die Gegend hier an. Vielleicht finden wir noch was zum Jagen. Gerade in den Wäldern müsste es doch eigentlich Wild geben. Hätte ich jedenfalls gedacht, aber das sieht irgendwie nicht danach aus.
Muss ich vielleicht mal schauen, ob wir eine gute Stelle finden, um jagen gehen zu können. Weil kaufen will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Das wäre eigentlich ganz geschickt. Andererseits, wir haben ja eigentlich ganz gut Geld noch da. Theoretisch könnte man auch sich auch holen. Ist nur die Frage, was man sich am besten holt und wo. Schau mal erstmal in dieses Wäldchen hier rein. Aber hier scheint es auch kein Wild zu geben. Alles nicht bei Scarabrae. Viel Wild immer gegeben gehabt, so ein großer Wald. Na, ich glaube, dich können wir nicht essen. Nee, du hast leider nichts. Schade. Ach, guck mal, da ist noch mal ein Hase. So. Immerhin eine Kleinigkeit. Es ist zwar jetzt nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Gut. Wie viel Uhr ist denn? 8:32 Uhr. Ja, okay. Ist immer noch wahrscheinlich nicht Zeit. Wahrscheinlich müssen wir Zeit bis 9 Uhr totschlagen. Ja, aber hier scheint es tatsächlich nichts mehr zu geben. Da müssen wir wahrscheinlich woanders hingehen. Aber ich will jetzt auch von der Insel nicht mehr weg, solange wir das jetzt nicht gemacht haben. Das, was ich machen will. Ist der immer noch bei der Schmiede zum Arbeiten? Ja, wann genau könnte man ihn mit ihm hier trainieren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht um 9 Uhr? Sehr, sehr gute Frage. Wie gesagt, ich will eigentlich jetzt nicht unbedingt. Kann man hier was mit dir? Das war jetzt falsch. Ich wollte noch schnell machen, Beruf. Schinken, Kuchen, Käse, Milch, Pökelfleisch. Hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Ja, ist in Ordnung. Hat er jetzt halt auch wirklich so viel geholt? Oder also 10 Stück hieß es ja. Okay, tatsächlich 2, 3, 4, 5. Hier ist anscheinend nichts mehr. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das müsste eigentlich ganz gut passen. Aber wenigstens ein bisschen was zum Essen. Damit wir nicht ganz verhungern. So. Uhrzeit ist jetzt 44. Dann lasst uns jetzt nochmal runtergehen und schauen, ob er jetzt hat langsam trainiert. Danach würde ich nach Trinzig wieder reisen mit dem fliegenden Teppich und von dort aus mit Mondfort nach Yellum. Einfach wegen zwei Sachen: Aprons und Dings und diesen Schlangendolch. Danach würde ich vielleicht sogar versuchen, da wir ja eh in Trinzig dann sind, unser fliegender Teppich in das Ding zu gehen.
In das Tat war es, glaube ich, wo wir rein müssen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Mal sehen, was wir da alles finden und wie gut wir zurechtkommen, weil ich meine, das ist ja schon ein Dungeon. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch eine Anlaufstelle, wo ich als nächstes hingehen würde, wäre wahrscheinlich Moonglow. Da sollten wir ja zur Sternwarte, glaube ich, gehen. Das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Nach Chu müssen wir. Das ist auch ein Weg, wo wir hin müssen. Und Bacanias Den müssen wir auch. Also das sind unsere Anlaufstellen, wo wir was zu tun haben im Moment. Dam, didam, didam, didam. Also wenn er jetzt halt um 9 noch nicht bereit ist zu lehren, dann werde ich wahrscheinlich die Folge beenden und beim nächsten Mal weitermachen. Allerdings halt an der Stelle, wo er dann lehrt, also dass ich dann das ein bisschen abwarte. Aber es sieht doch ganz gut aus. So. Ausbilden. Ja, es geht. Sehr gut. Wir nochmal ausbilden, ja. Iolo nochmal ausbilden, ja. Ist das Sparky? Charmino sollte auch noch. Wir haben, glaube ich, alle zum Ausbilden gehabt, glaube ich. Und jetzt noch Dubré. So, es müssten eigentlich alle fertig sein. Dann schauen wir doch gleich mal. Stärke 20, das sieht doch schon viel besser aus. Kampf, ja okay, ist noch ein Punkt hochgegangen, wie es aussieht. Aber besser als nix. Auch 20, Kampf 23, das ist gar nicht mal schlecht. Spark 27, und also 20 und 27, das ist sehr, sehr gut. Er wird wirklich, er ist echt der beste Kämpfer, den wir haben. 20 und 22, ja, okay. 20 und 21. Und 17 und 14, das ist jetzt auch noch nicht so die Welt. Aber schon viel, viel besser als am Anfang. Also ich kann nicht drauf geachtet. Ausbildung 0, 0, 0, 0, 0 und 0. Okay, das war's jetzt hat. Und jetzt können wir 40, bis zu 40 Sachen tragen. 40, 40, 40, 40, 34, 46. Ja, jetzt können wir auch schon um einiges mehr mitnehmen. Perfekt. Was sagt unser Abakus? 620 nur noch. Naja, das sind jetzt nicht mehr so die Welt. Aber gut. Bin ja mal gespannt, wie viel Proviant und das Zeug wir rauskriegen, wenn wir im Dungeon gewesen sind. Aber als allererstes geht es nach Yellam. Beziehungsweise Drinzig. Beziehungsweise da wieder Mondpforte. Weil da würde ich dann meinen Teppich ganz gerne wieder parken. Und in diesem Wald sieht es eigentlich auch aus. Ah, sind wir jetzt schon da? Hier müsste doch irgendwo der Kreis gewesen sein. Ja, hier ist er. Dann lasst uns mal landen. Yellam geht Richtung hier. Speichern wir mal. Ich glaube mal O drücken. Ja, das ist die... Autsch. Das hat natürlich jetzt nicht geklappt. Und wir sind da. Perfekt. Dann müssen wir nur noch nach Yellam rein. Ich glaube, da konnten wir durch diese Höhle, glaube ich, durch. Oder? Nee, ich glaube, durch die Höhle sind wir nicht durchgegangen. Das ist eine andere Höhle. Das müssten wir auch mal machen, diese ganzen Höhlen hier erkunden. Ich glaube, wir sind tatsächlich außerhalb gegangen. Naja, gut. Ich würde sagen, dann machen wir auch beim nächsten Mal weiter. Dann bin ich ja mal gespannt, ob diese zwei Sachen, ob wir da was rausfinden.
Und dann bin ich mal gespannt aufs Dungeon. Wahrscheinlich kommen wir dann zum nächsten Mal zum Dungeon hin. Bin sehr, sehr gespannt. Aber bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.